Der Quicksort ist von der gleichen Aufwandsklasse wie der Merge Sort. Wenn man den besten und den Durchschnittsfall vergleicht, allerdings ist er im schlechtesten Fall etwas unperformanter, aber immer noch performanter als Bubble und Insertion Sort. Der Quicksort-Algorithmus kann auch wieder als rekursiver Algorithmus implementiert werden und wird wieder ein Pivot-Element verwenden. Und zwar funktioniert er wie folgt. Ich rufe die Methode sort auf und gebe dieser Methode sort die zu sortierende Liste als Eingabevariable ein. Und jetzt passiert Folgendes. Der Quicksort sucht sich ein sogenanntes Pivot-Element. Wir nehmen mal das Element, was in der Mitte sich befindet. Ich nehme mal jetzt hier die 7. Es ist egal, ob ich links oder rechts von der Mitte bin. Das ist mein Pivot-Element. Und jetzt gehe ich diese Liste, die ich da bekommen habe, durch. Beginnend von dem ersten Element. Und ich schaue nach, ist denn dieses Element kleiner als das Pivot-Element? Wenn das der Fall ist, dann tue ich nichts. Wenn das nicht der Fall ist, dann bewege ich dieses Element auf die andere Seite des Pivot-Elementes. Denn ich möchte am Ende die Liste so umgestaltet haben, dass links von dem Pivot-Element nur noch kleinere Elemente existieren und rechts von dem Pivot-Element nur noch größere Elemente existieren. Das ist mein Ziel. Wie rum diese Listen geordnet sind, ist mir egal, aber ich möchte gerne, dass das Pivot-Element schön trennen kann. Also wir sehen, die 10 ist größer als die 7, also kommt die in die rechte Liste rein. Und dann gucken wir weiter. Die 3 ist kleiner als die 7, kann hier bleiben. Die Dame ist größer als die 7, also kommt sie auch in die rechte Liste rein. Und dann sind wir hier bei einem Pivot-Element, da tun wir nichts. Dann gucken wir zum Ass. Ass ist größer als die 7, kann da bleiben. Bube kann da auch bleiben. Die 2 ist kleiner, die kommt jetzt in die linke Liste an den Anfang. Die 4 ist auch kleiner, kommt in die linke Liste an den Anfang. Und wenn ich dann die dort eingeordnet habe, dann habe ich folgende Sortierung bekommen. Das Pivot-Element ist so eine Art Trennelement. Wir haben in der rechten Liste nur noch die Elemente stehen, die größer sind als das Pivot-Element. Und in der linken Liste sind bloß noch die Elemente, die kleiner sind. Und jetzt beginnt erneut der Aufruf sort. Und zwar für die linke und nochmal für die rechte Liste. Ja. Wenn man jetzt ja. Na, ich habe die Elemente, die ich verschoben habe, immer am Anfang einfach reingetan in die Liste. Also alle Listen, die kleiner als die 7 waren und nach rechts gingen,
Die wurden direkt nach der 7 eingefügt. Und alle Elemente, die größer waren und nach links gingen, die wurden ganz am Anfang eingefügt. Immer am direkt. Nee, das Ass wurde nicht bewegt. Ich habe tatsächlich zuerst die 10, ne? Die 10, die kam hier zwischen 7 und Ass. Ja? Die 3 blieb. Die Dame kam dann wieder. Zwischen, also nach der 7, zwischen 7 und 10. Ja? So, und das bedeutet also, ich habe Dame 10 Ass. Ja, das ist genau hier wie unten. Ja? Also im Grunde ist es fast auch egal, wo ich es einfüge. Hauptsache, rechts von dem Pivot-Element ist alles größer. Und links ist alles kleiner. Das ist das Einzige, was hier eigentlich relevant ist. So, ich habe jetzt hier mein Sort für die Teillisten aufgerufen. Ich wähle wieder in der Mitte das Pivot-Element. Ne, die 7 brauche ich eigentlich nicht mehr. Weil die 7 ist ja garantiert größer oder auch gleich. Deswegen muss ich die gar nicht mehr im Sortieren einbeziehen. Also die 2 ist mein Pivot-Element. Ich gucke mir an die 4. Ja, die 4 ist größer, also kommt sie auf die rechte Seite. Die 3 bleibt da. Also habe ich zum Schluss eine Liste 2, 4, 3. Und auch hier kann ich dann für den rechten Bereich muss ich nochmal Sort aufrufen. Und mein Pivot-Element ist, sagen wir mal, 4. Es ist jetzt auch völlig egal, weil ich sehe sofort, wenn ich hier durchgehe, dann komme ich ja zur 3 und die 3 ist kleiner, also wandert die dann rüber. Also nochmal von oben zum Mitdenken. Mein erstes Pivot-Element, ich hole mir hier meinen Stift mal wieder hoch. Ups, nee, ist das Falsche. Mein erstes Pivot-Element war 7. Ja, ich habe alles, was größer als 7 ist, auf die rechte Seite gekarrt. Alles, was kleiner als 7 ist, habe ich auf die linke Seite gekarrt. Damit habe ich zwei Teillisten erhalten, nämlich die rechts von der 7 und die links von der 7. Und die habe ich wiederum in die rekursive Sort-Methode reingesteckt. Und dann habe ich 4, 2, 3 sortieren, zu sortieren gehabt und Dame, 10, Ass, Bube. So, und ich bin jetzt gerade hier bei 4, 2, 3 weitergegangen. 4, 2, 3 zu sortieren, da hat man dann die 2. Warte, lass uns das mal nach und nach machen. Ja, bei 4, 2, 3 hat wir dann gesagt, okay, auf der 2 hier ist das Pivot-Element. Die 4 ist falsch rum. Also die 4 müsste eigentlich rechts von der 2 stehen, also wurde sie dorthin bewegt. Die 3 war richtig platziert, also bleibt sie dort und dann kriege ich 2, 4, 3 raus. Ja? Und dann habe ich links vom Pivot-Element. Komm, Stift. Links vom Pivot-Element habe ich keine Elemente mehr, also muss ich die auch nicht mehr in irgendeine Sort-Methode stecken, aber rechts vom Pivot-Element habe ich noch 4 und 3. Ja, und 4 und 3 wird dann nochmal in die Sort-Methode gesteckt. Eins dieser beiden Elemente ist das Pivot-Element, ich könnte auch das andere nehmen. Ja. Und dann stelle ich fest, oh, ich muss noch einmal die vertauschen. Ne? Und dann komme ich auf 3 und 4 raus.
So, und wir sehen, dass alles, was jetzt links von der 7 ist, das ist jetzt geordnet. Ne? Die 2, dann haben wir 3 und 4 und dann haben wir die 7. Ne? Und jetzt gibt es keine weiteren Sort-Aufrufe, weil die Elemente ist bloß noch, es ist noch ein Element in der Liste drin. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal noch für den Bereich an, der also größer war als die 7. Da haben wir also die Teilliste Dame 10 Ass Bube. Die soll jetzt sortiert werden. Hier wird wieder ein Pivot-Element benötigt. Ich nehme mal wieder hier die 10. Ich könnte aber auch irgendein anderes nehmen. Ja? Ich muss nur eines eben auswählen. Ganz clever ist eben zu überlegen, ja, ich nehme eins aus der Mitte raus, weil es kann sein, dass das schön die beiden Hälften trennt. Das muss aber nicht sein. Es kann auch das Blödeste sein, wo ich keine gute Trennung hinkriege. Der Algorithmus funktioniert trotzdem. So, ich habe hier die Dame, da stelle ich fest, nee, die ist nicht kleiner, also schmeiße ich sie rüber. Das 10 ist größer, der Bube ist größer, also stimmt das soweit. So, dann habe ich wieder den Aufruf der Sort-Funktion für den rechten, also größeren Bereich der 10. Es wird das Ass gewählt als Pivot-Element. Wir sehen, dass die Dame richtig steht. Sie steht nämlich links vom Ass. Aber der Bube, ja, wenn ich also die Dame vergleiche, die ist richtig. Der Bube, der steht also falsch rum. Also wird das sortiert. Und jetzt habe ich nichts mehr, was größer ist als das Ass. Aber ich habe noch auf der linken Seite eine Liste, diese sortiere ich auch noch. Und dann wird wieder gesagt, okay, du hast zwei Elemente drin, nimm dir mal eines als Pivot-Element raus. Ja, nehmen wir mal die Dame. Und dann gucken wir, ob alle Elemente, die nicht das Pivot-Element sind, richtig eingeordnet sind. Der Bube muss auf die andere Seite und fertig. Und wir sehen, dass wir von der 7 aus gesehen hatten wir hier die 10 bekommen als nächstes Pivot-Element. Links davon gab es nichts mehr, also ist nach der 7 die 10 das nächste. Und dann haben wir den Rest hier sortiert und da haben wir rausgekriegt Bube, Dame und Ass. Ja, also ich ziehe dann die ganzen Sachen wieder zusammen, sodass ich dann zum Schluss rausbekomme. Also ganz links habe ich die 2, dann die 3 und die 4. Ja? Die Frage wird, wird das Ass als Figurelement wählen? Ja. Dann rutscht doch der Bube nach ganz vorne, vor die Dame, oder nicht? Wir hatten hier das Ass. Dame, Bube, Ass. Ja. Dame, nee, wir hatten Dame, Ass, Bube. Richtig. Ja? Und wir nehmen das Ass als Pivot-Element. Ja? Und die Dame steht richtig vom Ass. Ja? Und der Bube, der rutscht ganz an den Anfang. Ja, also. Ja, genau, aber dann. Warte mal. Das Ass ist unser Pivot-Element. Der Bube ist auf der falschen Seite vom Ass, also geht der dann quasi rüber. Ja. Ja, der Sort wird trotzdem ausgeführt. Ja, wir analysieren ja nicht, wir machen es einfach. Wir sortieren Bube. Wir sortieren auf jeden Fall Bube und Dame nochmal. Da passiert nichts, ja, weil die sind direkt richtig sortiert, also
vielen Dank, ich war jetzt inkonsistent mit meiner Art, wie ich die Elemente einsortiert habe. Es ist gut, wenn man da natürlich konsistent ist. So, und jetzt habe ich also beim Zusammenführen 2, 3, 4. Danach kam nichts mehr, dann kommt quasi die 7 runter. Und dann haben wir gesehen, dass hier die 10 ein Pivot-Element war. Und alles, was größer war, wurde dann noch sortiert. Und da haben wir dann Bube, Dame, Ass bekommen. So. Und das ist die sortierte, korrekte Liste. Also der Quicksort, der kriegt eine Menge von unsortierten Elementen, nimmt sich irgendeins als Pivot-Element, zum Beispiel das in der Mitte, und schaut dann, dass alle größeren rechts davon sind, alle kleineren links. Und für diese größere und kleinere Liste wird er erneut aufgerufen. Und dann geht es von vorne los, bis man keine weiteren Listen mehr hat, für die man den Sort aufrufen kann. Und dann sammelt man die Zahlen zusammen, die dort jetzt in sortierter Reihenfolge vorliegen. Okay. Wir haben Glück, denn in der Klasse Arrays, die sich in dem Package Java Util befindet, gibt es die Sort-Methode. Und die Sort-Methode ist eine Quicksort-Implementierung. Das heißt, wann immer ihr ein Array habt von Elementen, könnt ihr dort die Klasse Arrays nutzen und dann .sort aufrufen und dieses Array übergeben. Das gibt es also für Byte, für Float, für alle primitiven Datentypen gibt es das. In dem Fall, dass ich ein Array von Objekten da rein tue, gibt es auch eine Sort-Methode. Diese ist aber eine Merge-Sort-Implementierung. Wenn ich da Objekte rein tue, dann gibt es allerdings noch eine Bedingung. Diese Objekte müssen das Comparable Interface implementieren. Das Comparable Interface habe ich hier jetzt mal aufgerufen. Interface Comparable. Das wird von sehr vielen Klassen genutzt. Das scheint sehr wichtig zu sein. Das hat nur eine einzige Methode und das ist die Compare-to-Methode. Und diese Methode, die darf drei verschiedene Werte zurückgeben. Entweder eine 0, wenn das Element, was verglichen wird, gleich groß ist, kommt da eine 0 zurück. Oder eine minus 1, wenn das Element, was verglichen wird, größer ist. Oder eine plus 1, wenn es kleiner ist. Ja, also dieses Interface compare to, dieses Comparable Interface, das muss ich implementieren, wenn ich Object Arrays automatisch sortieren lassen möchte, weil es muss ja klar gemacht werden, nach welchem Kriterium soll sortiert werden. Wenn ich Arraylisten habe oder Hashmaps oder andere Formen von Collections, also das sind Klassen, die das Collection Interface implementieren, da gibt es auch eine Sort-Methode. Diese Sort-Methode die hat, ich glaube, auch den Merge-Sort-Algorithmus implementiert. Und die Objekte, die müssen natürlich auch das Comparable Interface hier verwenden, damit
wir automatisiert sortieren können. Also ihr müsst diese Algorithmen, die wir heute uns angeschaut haben, nicht selbst implementieren. Die gibt es schon. Und Merge und Quicksort sind also hier in Java für euch schon vorimplementiert. Damit sind es also die robustesten und auch schnellsten Methoden, die wir kennen oder die wir jetzt heute behandelt haben, die wir einfach nutzen können, wenn wir Collections oder Arrays.sort aufrufen und dann dort unsere Datenstruktur übergeben.